Du willst gerne auch selbst Kriegsvolk für Crusader Kings 3 per Mod erstellen, wie hier zum Beispiel die Ritter von Jerusalem? Heute zeige ich dir, wie das geht. Viel Spaß! Okay, gehen wir einmal durch, was ihr braucht, um eine Einheitenmod für Crusader Kings 3 zu erstellen. Dafür wäre es sehr hilfreich, wenn ihr Crusader Kings 3 natürlich, also das Spiel, habt auf Steam, wovon ich jetzt mal ausgehe. Man kann theoretisch auch eine Mod ohne das Spiel erstellen, aber ihr wollt natürlich auch gerne testen, deswegen Crusader Kings 3. Dann wäre es gut, wenn ihr ein Programm habt, mit dem man Textdateien bearbeiten kann. Es gibt da ganz klassisch den Editor, also diesen von Windows hier, wo ich einfach Text eintragen kann. Ich würde euch aber empfehlen, den nicht zu benutzen. Wir werden heute mit Notepad++ arbeiten. Das ist für diese Art Mod völlig ausreichend. Wenn ihr sagt, ihr wollt da noch tiefer reingehen, dann könnt ihr euch auch hier sowas holen wie Visual Studio Code. Ja, das ist so eine richtige Entwicklungs-IDE. Da könnt ihr euch auch ein paar nette Plugins mit installieren, wenn wir jetzt hier einmal schauen. Na, wir haben hier sowas wie den Paradox Syntax Highlighter, dass er uns also schon richtig Fehler, während wir den Code schreiben, anzeigt im Code. Und dann gibt es hier noch so einen Paradox Language Service. Genau, das ist dann aber wirklich, wenn ihr tiefer in die Mods einsteigen wollt. Genau. So, das Notepad++, das bekommt ihr natürlich von einer Website, nämlich wenn ihr bei Google nach Notepad++ sucht, direkt das erste, was ihr hier findet, notepad-plus-plus.org. Da könnt ihr drauf gehen und dann findet ihr hier die aktuellste Version vom Notepad++. Das gleiche natürlich auch für Visual Studio Code, ne? Einfach nach Visual Studio Code suchen, die erste Seite, die da kommt, da findet ihr hier den Installer für Windows. Ich gehe mal davon aus, ihr arbeitet auf Windows, genau, könnt ihr das dort runterladen und installieren. Und dann seht ihr, habe ich hier noch GIMP offen, denn wir brauchen auch ein Bildbearbeitungsprogramm. Ich arbeite mit Photoshop, ihr seht hier, ich habe ja auch schon die Bilder der Einheiten und das Icon vorbereitet. Wenn ihr jetzt natürlich keinen Photoshop habt, wird es sicherlich welche geben, die dafür nicht jeden Monat Geld bezahlen wollen. Dann ist natürlich die Alternative GIMP, das ist kostenlos, kann so ziemlich alles, was Photoshop auch kann. Unterscheidet sich ein bisschen von der Bedienung, deswegen nutze ich das nicht. Ich habe mich mit der Creative Suite von Adobe angefreundet. Genau, könnt ihr hier auch über Download natürlich dann entsprechend auch runterladen für Windows. Hier habt ihr mehrere Möglichkeiten und damit dann die Bildbearbeitung machen. Genau, dann wäre es noch gut, wenn ihr, es geht auch mit 7-Zip. Ich werde jetzt heute in dem Beispiel WinRAR verwenden, um die Mod natürlich zu verpacken, wenn ihr das wollt, und die woanders hinzuschicken, an Freunde oder was weiß ich nicht was. Dann benutze ich dafür WinRAR. Es geht aber genauso gut auch mit 7-Zip. Das ist eurer persönlichen Präferenz geschuldet. Genau, dann machen wir jetzt weiter damit, wie man denn eine Mod überhaupt für Crusader Kings 3 erstmal anlegt. Und um eine Mod für Crusader Kings 3 anzulegen, empfehle ich euch, das so zu machen, wie wir es gleich machen, über den Paradox Launcher. Natürlich könnt ihr das alles auch per Hand anlegen, also ihr müsst das nicht zwingend darüber machen. Es ist aber sehr viel einfacher. Genau, in Steam, Crusader Kings 3, ihr geht auf Spielen, dadurch öffnet sich der Launcher von Crusader Kings 3, da kommt er schon. Genau. Und habt ihr auf der linken Seite den Punkt alle installierten Mods, da geht ihr drauf. Ja, und dann könnt ihr hier zum Beispiel sagen, Mod hochladen. Dann öffnet sich hier dieses neue Fenster. Hier ist jetzt bei mir die Fist-Mod ausgewählt. Bei euch wird das wahrscheinlich leer sein. Ja, da wird nichts drin vorhanden sein. Aber dieser Button Mod erstellen, der ist auf jeden Fall bei euch auch da. Dann klickt ihr da einmal drauf, dann öffnet sich dieses neue Fenster. Da gebt ihr jetzt den Namen für eure Mod ein. Zum Beispiel, wir nennen jetzt einfach mal Knights of Jerusalem Unit Mod. So nenne ich die jetzt mal. Vielleicht nenne ich sie einfach nur Knights of Jerusalem. Das ist eine Mod, das wissen wir ja. Genau. So, bei Version, das ist völlig euch überlassen. Das betrifft die Version der Mod und nicht die Version
des Spiels, also für welche Version von Crusader Kings diese Mod gemacht ist. Das definieren wir gleich woanders. Version, sagen wir jetzt einfach mal, ist bei uns Version 1.0. Wenn ihr dann später Veränderungen macht, dann könnt ihr die Version entsprechend immer erhöhen. Und das wird dann zum Beispiel berücksichtigt, wenn ihr das zum Beispiel in Steam Workshop hochladet oder so. So, bei Verzeichnis Mod, das ist erstmal okay. Dann müsst ihr hier mindestens ein Schlagwort, also einen Tag angeben. Das ist für die Einordnung auch im Workshop. Ja, also darunter kann man im Workshop halt auch filtern nach Mods. Und wir sagen jetzt einfach mal, das passt zum Beispiel zu Warfare. Ja, weil das Kriegsvolk ist, wo ihr es halt am ehesten einsortieren würdet. Genau. So, dann sagen wir Mod erstellen. Ach so, ja klar. Wir müssen hier natürlich noch ein Unterverzeichnis im Mod-Folder machen. Da nehme ich jetzt einfach mal den Namen der Mod. Das ist okay. So, das ist nur der Ordnername, das seht ihr gleich. Wobei nicht ganz, das wird auch noch eine Datei angelegt. Aber das sehen wir jetzt. So, Mod erstellen. Datei wurde erstellt und sollte nun in der Modliste sein. Okay, schauen wir uns das mal an. Genau, ne? Hier habe ich jetzt neben der Fistmod noch die Knights of Jerusalem. Was er gerade meinte mit sollte jetzt in der Modliste sein, heißt, dass die jetzt hier bei alle installierten Mods, ist diese Mod jetzt schon mit in der Liste drin. Das heißt, wir könnten die jetzt schon einem Playset mit hinzufügen. Das machen wir jetzt auch, weil wir wollen die ja auch gleich testen. Wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir es auch direkt machen. Das heißt, wir gehen auf Playsets. Ihr könnt jetzt natürlich einem bereits existierenden Playset hinzufügen. Oder ihr sagt ein neues Playset hinzufügen und nennt das Knights of Jerusalem. Oder wie ihr das möchtet, das Playset. Genau, das ist ein neues leeres Playset. Jetzt kann ich hier über Mods hinzufügen oder weitere Mods hinzufügen. Alle installierten Mods aufrufen und dann nehme ich jetzt einfach Knights of Jerusalem zum Playset hinzufügen. Und jetzt kann ich das hier in der Startseite unter meinen Playsets Knights of Jerusalem auswählen. Das Ausrufezeichen ist bei mir übrigens da, weil ich Crusader Kings beim letzten Mal, glaube ich, in einer anderen Version gestartet hatte. Genau, das letzte Mal wurde das Spiel in der 1.12.4 gestartet. Jetzt habe ich es aber auf die aktuellste Version 1.12.5 gepatcht, deswegen kommt hier noch der Hinweis. So, wenn wir jetzt das Spiel starten würden, würde logischerweise noch nichts passieren, weil wir noch nichts in der Mod gemacht haben. Wir gehen jetzt einmal dahin, wo die Mod jetzt angelegt wurde. So, was können wir jetzt hier, ne, hier rüber? Doch, hier, genau. Wir können jetzt hier rüber, ne, alle installierten Mods, Knights of Jerusalem, in Ordner anzeigen. Können wir machen. Wir können aber natürlich auch beim Mod hochladen. Oh, da kommt eine Nachricht rein. Ne, hier können wir einfach auch über auf den Pfad klicken, dann kommen wir auch zum Verzeichnis. So, es hat sich bei mir jetzt hier geöffnet. Ich ziehe das mal rüber hier. Genau, so sieht das aus. Na, hier ist auch noch die Fist-Mod. Das hier sind Mods aus dem Workshop, die ich heruntergeladen habe. Aber was für uns jetzt interessant ist, er hat uns hier einen Ordner angelegt. Wir sind hier übrigens im Crusader Kings in den Dokumenten. Das heißt also, in eurem Benutzer, bei mir heißt der Rechner Fist das Teil, dann Dokumente, Paradox Interactive, Crusader Kings 3 Mod. Da sind wir jetzt gerade drin. Na, da hat er uns das jetzt angelegt. Das könnte man da wie gesagt auch manuell anlegen, aber so ist es natürlich angenehmer. Und für uns sind jetzt zwei Dateien oder zwei Dinge interessant. Einmal hier diese Knights of Jerusalem.mod-Datei und einmal die Knights, dieser Knights of Jerusalem-Ordner. Wenn wir da mal reingehen, dann sehen wir haben hier eine Descriptor.mod und das war's. So, und hier haben wir eine Knights of Jerusalem.mod. Und da gehen wir jetzt nochmal rein. Ich habe gesagt, wir machen das heute mit Notepad++, also nehmen wir das. Genau. Na, hier dann können wir jetzt nochmal definieren, welche Version unsere Mod hat. Na, das können wir halt hierüber auch machen. Gerade im Launcher konnten wir es ja auch über das Fenster machen. Dann sind hier nochmal unsere Tags aufgeführt, die wir da angeklickt haben. Der Name der Mod. Das ist übrigens wichtig dafür, der ist der Name der Mod, genau. Das ist hier wichtig, das sagt, welche Version von Crusader Kings diese Mod unterstützt. Ja, wir können auch Endstellen weglassen.
um halt eine ganze Subversion mit zu inkludieren. Wir lassen aber jetzt mal 1.12.5. Ja. Sagen hier explizit, das ist für diese Version nutzbar. Und hier unten, ich mache das mal ganz kurz groß hier. Genau. Hier steht noch der Path, also der Pfad. Das ist jetzt der Pfad zu dem Ordner Knights of Jerusalem. Ja, ihr seht das hier wieder, ne? Dokumente, Paradox Interactive, Crusader Kings 3, Mods. Und dann kommt noch Knights of Jerusalem. Genau, das ist der Pfad hier oben in diesen Ordner rein. Ja, das ist immer ganz, ganz wichtig. Wenn ihr die Mod jetzt nicht über den Workshop verteilen wollt, sondern halt nur an eure Freunde schicken möchtet, dann könnt ihr hier den ganzen Teil bis Mod auch löschen. Sodass dann nur noch Mod / Knights of Jerusalem oder wie eure Mod auch immer heißt, steht. Wichtig zu wissen ist nur, wenn wir es jetzt gleich einmal starten, diese Mod, dann wird da der Pfad wieder komplett automatisch ausgefüllt. Ne? Ihr solltet das also dann jetzt, wenn ihr den Pfad gekürzt habt, dann solltet ihr diese beiden Sachen einmal verpacken. Machen Sie einfach mal zum Archiv hinzufügen, zip. Genau. Und das könntet ihr an eure Freunde schicken. Ne? Und die können das dann in ihrem Mod-Folder einfach entpacken und können dann die Mod im Launcher entsprechend dann auch wieder hinzufügen. Genau, das kurz am Rande. Genau. Gleich machen wir weiter im nächsten Kapitel mit mit der Struktur und dem Aufbau der Daten. Bis gleich. So, und wir gucken uns jetzt an, wie denn überhaupt Crusader Kings 3 in den Dateien aufgebaut ist und wie wir das dann in unsere Mod übernehmen können. Denn das ist also ein bisschen unübersichtlich gemacht, weil das alles auf Textdateien beruht. Dadurch ist es aber auch sehr leicht zu modden. Genau, wir gehen in Steam, Rechtsklick Crusader Kings 3, Eigenschaften, dann installierte Dateien und dann gehen wir auf Durchsuchen. Und das öffnet euch dann quasi den Installationspfad von Crusader Kings 3. Na? Bei mir ist das hier auf Festplatte G, Steam Library, Steam Apps, Common, Crusader Kings 3. So, und in diesem Installationsfolder hier, da ist ein Ordner, der heißt Game. Und wenn wir da mal reingehen, dann sind wir jetzt schon dort bei den Sachen, die wir alle modden können. Ich werde jetzt auf gar keinen Fall alles durchgehen, weil dann wird das Video 10 Stunden gehen. Ich beschränke mich jetzt mal auf alles, was die Einheiten betrifft, ja? Genau. So, für die Einheiten müssen wir erstmal wissen, wo sind denn überhaupt Einheiten definiert? So, und das ist hier in dem Fall unter Common. Da seht ihr, sind wieder ganz viele weitere Unterordner drin. Und dann gibt es hier einen Ordner, der heißt Men at Arms Types. Und darin sind ein paar Textdateien und diese Textdateien definieren, was für Kriegsvolk es gibt. Es gibt hier so ein paar Special-Dinger, ne, hier zum Beispiel beim Holy Order, da sind dann die Ordensritter mit drin, meine ich. Und hier in diesen MAA, also Men at Arms Types, da sind die ganz normalen Men at Arms drin. So, das können wir uns mal angucken. Notepad++, so, genau, hier oben haben wir quasi ein paar Grundwerte vorgegeben, die genutzt werden, wenn wir die nicht selbst definieren. Ist erstmal uninteressant, können wir erstmal ignorieren. So, hier haben wir zum Beispiel definiert das leichte Fußvolk, ja, die leichte Infanterie. So, das fängt hier oben an bei Light Footman und geht dann runter bis hier, wo sich die geschweifte Klammer wieder ganz links schließt. Und danach geht es weiter mit den Bogenschützen. Und wir haben jetzt hier ganz viele Sachen drin definiert. Wir haben hier zum Beispiel den Einheitentyp, ja, Skirmishers, leichte Infanterie. Dann haben wir definiert, wie viel Schaden die machen, wie viel die einstecken können, wie viel Pursuit ist, glaube ich, Verfolgung und Screen ist Flucht. Ne? Meine ich so, das sind doch diese vier Werte. Für uns werden heute sowieso nur Damage und Toughness interessant sein, genau. So, dann haben wir hier definiert,
den Terrain-Bonus, ja. Es gibt natürlich, wie ihr wisst, verschiedene Terrainarten. Es gibt zum Beispiel auch noch Plains oder Swamp oder so oder Desert, ne? Und hier diese leichte Infanterie, die wird jetzt hier einfach gesagt, im Wald zum Beispiel bekommen die plus 4 Schaden und plus 4 Toughness. Wir können jetzt auch zum Beispiel sagen, die sollen auch noch Pursuit erhöht bekommen. Genau. Wir können das jetzt hier auch direkt in diesen Dateien ändern. Das wollen wir aber nicht. Na, ich könnte jetzt hier zum Beispiel reinschreiben, die sollen dann nicht 8 Damage, 4 Damage dazu bekommen, sondern 8 und das einfach speichern. Im Wald halt. Das Problem ist aber, sobald... also erstmal hättet ihr, wenn ihr Multiplayer spielt, eine andere Prüfziffer jetzt. Das wollt ihr auf jeden Fall nicht. Und wenn das Spiel irgendwie geupdatet, aktualisiert wird, ihr wechselt die Spielversion oder sonst irgendwas, wird das direkt wieder überschrieben. Das ist jetzt ja einfach nur in den Spieldateien und nicht in der Mod. Genau. So. Und jetzt müssen wir Folgendes tun. Na, also hier drin haben wir jetzt Einheiten definiert. Wir können noch kurz hier weiter gucken. Hier wird definiert, was für einen Einheitentyp oder Einheitentypen, es können auch mehrere sein, diese Einheit kontert. In dem Fall schwere Infanterie wird gekontert. Die 1 steht jetzt hier für True. Eine 0 könnte man jetzt auch hinschreiben. Dann würde man es aber einfach rauslöschen, wenn man es nicht haben wollte. Genau. So, dann haben wir hier die Kaufkosten, also wie viel es kostet, wenn wir sie kaufen. Dann die Low Maintenance Cost, also die Kosten, die die Einheit verursacht, wenn sie nicht ausgehoben und bei voller Stärke ist. Und die High Maintenance Cost, also die Kosten, die die Einheit verursacht, wenn sie nicht ausgehoben, aber auch nicht bei voller Stärke ist oder wenn sie ausgehoben ist. Genau, das Holy Order Fallback, das lassen wir jetzt erstmal weg. Da komme ich ganz am Ende nochmal drauf zu sprechen, auf diese Sachen. Genau, da haben wir hier den Stack. Das heißt also, wie viele Einheiten pro... Also ihr wisst ja, man kann Kriegsvolk kaufen und dann kann man den Stack immer noch erhöhen. Ja, man kann dann in der gleichen Einheit nochmal dazu kaufen. Und das definiert halt, wie viele Einheiten halt dazukommen. In dem Fall wäre halt, wenn man die neu kauft, wäre die auf Stufe 1, dann hätte sie 100 Einheiten und wenn ich die dann zum Beispiel auf Stufe 8 oder 12 oder so erhöhe, hätte sie halt dann eben 800 oder eben 1200 Einheiten. Genau. AI Quality sagt eben nur aus, wie die KI mit dieser Einheit spielt. Da werden wir heute auch gar nichts machen. Wir werden gleich einfach die KI für die schwere Infanterie benutzen. Genau. Wahrscheinlich wollt ihr aber auch eher selber mit den Einheiten spielen, gehe ich mal von aus. So, genau. Und das Icon sagt halt nur, sagt der dem Spiel, woher diese Einheit ihre Bilddateien bezieht. Also das große Bild, das kleine Bild und das Icon halt. Das machen wir aber auch noch in Ruhe. Genau. So. Das erstmal ganz, ganz grundsätzlich zum Spiel. Das Coole ist, an dieser, ne, es sind super viele Textdateien, super vielen Ordnern, aber das Coole ist, hier versteht man schon ziemlich viel nur durchs Ansehen. Ja, also ihr könnt halt hier einfach sagen, ihr geht hier mal durch, zum Beispiel durch Common, gibt noch ganz viel verschiedene andere Sachen, ja. Es gibt hier zum Beispiel die Gene oder Ethnien oder Factions, was wäre denn nochmal witzig? Was könnte man sich denn mal angucken? Genau, Cultures zum Beispiel. Na, hier werden verschiedene Cultures definiert, ne? Zum Beispiel Arabisch, Baltisch, die könnte man dann hier bearbeiten, wenn man möchte. Genau. So. Wir konzentrieren uns aber jetzt, wie gesagt, auf die Einheiten. Das heißt, wir wissen jetzt schon mal, die Einheiten befinden sich im Man at Arms. Da, wo ist es? Hier, im Man at Arms Types Ordner. So. Das heißt, ich gehe immer vom Game aus gesehen. Ich orientiere mich immer, also vom Pfad her, aus dem Game raus gesehen. Das heißt, wenn ich jetzt den Man at Arms Types Ordner integrieren möchte in meine Mod, dann muss ich jetzt in meinem Mod Folder, ich mache den mal parallel auf. So, Knights of Jerusalem. Das ist jetzt quasi aus dem Game-Folder gesehen hier. Ja.
Das heißt, ich muss jetzt den Pfad zu den Man-at-Arms hier in der Mod nachbauen. Das heißt, die Man-at-Arms befinden sich ja in Common. Also erstelle ich mir jetzt hier einen neuen Ordner Common. Gehe da rein. Und dann gehe ich hier rein. Und hier ist jetzt ja der Man-at-Arms Ordner drin. Da ist er. Und den kopiere ich mir jetzt hier rein. So, und hier kann ich jetzt hergehen und sagen, gehe hier rein und in meine MAA-Types. Achso, ich finde das jetzt mit Visual Studio, Entschuldigung. So, und hier drin kann ich jetzt schalten und walten, wie ich will. Denn die Mod macht Folgendes, die Mod schaut, welche Dateien befinden sich in meiner Mod, also in dem Mod-Ordner, und überschreibt dann die Dateien aus dem Game-Pfad. Ja, also die Mod schaut dann jetzt, okay, aha, hier ist ein Ordner Common, okay, dann schaue ich mal, was da drin ist. Ah, da ist ein Man-at-Arms-Types drin, okay, was für Dateien sind denn da drin? Und die überschreibt er dann hier. Ja, die Dateien werden dann quasi überschrieben, wenn man so möchte. So funktioniert das Modden. Relativ easy. Wir können das jetzt mal testen. Ach, wir gehen jetzt mal hier in die MAA-Types rein, in unserer Mod. Und sagen jetzt mal, Lightfootmen werden jetzt geisteskrank stark. So, die kriegen jetzt 1000 Damage. So, das speichern wir jetzt einfach mal. 1000 Damage, schließen das wieder. Und jetzt starten wir Crusader Kings mit unserer Knights of Jerusalem Mod. Ja, das heißt also Playset Knights of Jerusalem, da ist die Mod drin, die ist jetzt auch schon größer geworden. Und das spielen wir jetzt einfach und dann sehen wir uns gleich, wenn das Spiel gestartet ist, im Hauptmenü oder im Spiel wieder. So, und da sind wir im Spiel. Ja, neues Spiel. Wir wählen jetzt hier einfach mal Frankreich aus, sagen beginnen. Und wenn wir jetzt hier mal rechts gucken, hat der schon leichtes Fußvolk? Ja, der hat schon leichtes Fußvolk. Dann sehen wir, die haben jetzt auf einmal 1000 Schaden. Ja, so einfach hat man jetzt schon gemoddet tatsächlich, indem man einfach nur eine Datei kopiert hat und eine Zahl darin verändert hat. Genau, das ist schon ziemlich cool, wie ich finde. Aber wir wollen ja unsere eigene Einheit quasi erstellen, nämlich die Ritter von Jerusalem. Und das machen wir jetzt. Ich wechsle einmal kurz zurück. Wir können ja einfach hier sagen, wir beenden das Spiel. So. Übrigens installiert euch das Spiel auf eine SSD. Ihr werdet es öfters starten, neu starten müssen. Ne? Die Mod lädt halt leider immer nur, wenn man wirklich den Launcher neu startet. Und ihr habt sonst ewig lange Wartezeiten bei den Ladescreens. Das wollt ihr nicht. Genau. Perfekt. So. Jetzt fangen wir richtig an. Jetzt gehen wir erstmal hier zurück in unsere, ne, wir müssen immer aufpassen, dass wir hier in der Mod sind, ne, in den Dokumenten, Crusader Kings 3 Mod, dass wir darin sind und nicht in den Game-Dateien unter Steam Apps, Common und Crusader Kings 3. So, das ändern wir jetzt erstmal wieder zurück. Ich weiß gar nicht, wo das vorher stand. Ich kann einmal nachgucken. Wir sehen das hier. Das stand vorher auf 10. Okay, dann ändere ich jetzt mal zurück auf 10. So. Genau, jetzt wollen wir ja keine Einheit bearbeiten, die es schon gibt, sondern wir wollen eine neue Einheit hinzufügen. Und ich möchte gerne, dass meine Ritter von Jerusalem schwere Infanterie sind. So. Das heißt, bestenfalls suche ich mir jetzt hier schon mal einen, hier die schwere Infanterie raus. Hier haben wir sie zum Beispiel. Armored Footman, und ihr seht mit einer Raute hier, zum Hashtag können wir einen Kommentar verfassen, das machen wir gleich auch. So, jetzt kopiere ich mir die von Armored Footman wieder bis zu der geschweiften Klammer hier unten. Ne, Steuerung C, kopiere ich mir das und ich mache meine gemoddeten Einheiten immer ganz an den Anfang, weil dann kann ich nämlich jetzt hier mit einer Raute hergehen und sagen Modded Units. So, dann weiß ich jetzt, hier Modded Units. Und dann könnte man hier am Ende sagen, um den Bereich so abzugrenzen, macht man wieder eine Raute. Und dann macht man hier einfach so eine gestrichelte Linie. Und dann ist das
Guti, so. Jetzt haben wir hier die Armored Footmen. Die müssen wir jetzt umbenennen. Und zwar nenne ich die jetzt, also das ist euch überlassen, aber das ist so quasi der Name dieser ganzen Einheit in der Skriptsprache hier. Ja, wir brauchen die gleich zum Beispiel bei der Lokalisierung, weil wir wollen ja halt vielleicht auch, also wir müssen die mindestens für eine Sprache, für Deutsch oder so, einfügen, aber ihr könnt die natürlich auch für alle Sprachen dann einfügen. Und dafür brauchen wir diesen Namen. So, deswegen nenne ich die jetzt hier Armored Footmen Jerusalem einfach. Genau, so, Typ, schwere Infanterie, das ist fein. So, jetzt können wir hier natürlich beim Damage, keine Ahnung, die sind halt vielleicht ein bisschen krass oder so, sagen wir, die können 50 Damage machen und haben, weiß ich nicht, 55 Toughness oder so. Schon eine gute Einheit. Genau. So, beim Countern können wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, die countern vielleicht nicht nur Pikemen, sondern halt eben auch leichte Infanterie. Das heißt, wir können jetzt hier einfach in der nächsten Zeile noch Notepad schlägt mir das schon vor, weil das schon mal hier in der Datei irgendwo anders drin steht. Sonst würde es mir das nicht vorschlagen. So, Skirmishers waren das. Eins, ne? Also es geht jetzt hier immer um den Type. Ne? Welchen Type countern die? Ne? Und dann sagen wir einfach Pikemen, Skirmishers. Ich weiß nicht, wir wollen die mal richtig krass machen. Das heißt, wir sagen, die sollen auch noch Heavy Infantry sollen die auch noch kontern. So. Perfekt. Den Holy Order Fallback, den machen wir raus. Dazu, wie gesagt, am Ende mehr. So, jetzt habe ich mir hier was ausgedacht. Und zwar sagen wir jetzt, wenn die rekrutiert werden, dann kosten die Gold. Ja, also weil wir zum Beispiel Ausrüstung und Pferde kaufen, Pferde haben die nicht, aber die Ausrüstung müssen wir kaufen. Wir können jetzt diesen Heavy Infantry Recruitment Cost wegmachen und hier auch hardcodeten Wert einfach drüber schreiben. Das ist jetzt für uns erstmal am einfachsten. So, wir sagen, die kosten 150 Gold. Der Wert wird gleich ein bisschen anders aussehen, zeige ich euch gleich. Genau, so. Jetzt ist aber so, ich möchte, dass der Unterhalt von denen kein Gold kostet, sondern Prestige. Oder Glaube ist noch besser. Genau, weil hier definieren wir nämlich, was der Unterhalt eigentlich ist. Und wir können jetzt das Gold zum Beispiel in Piety ändern. Ich hoffe, dass es Piety ist. Tatsächlich habe ich es nur mit Prestige getestet, aber wir testen es jetzt zusammen. Genau, und dann sagen wir hier zum Beispiel Low Maintenance Cost, sagen wir mal 1. Und vielleicht High Maintenance Cost 3. Ich zeige euch aber gleich noch einen coolen Trick, wie ihr das schnell testen könnt, um das auf einen Wert zu bringen, den ihr euch so vorstellt. Das ist erstmal nur der erste Grundwert. So, genau. Wir sagen, oh, die Ritter kommen, die haben einen hohen Stack. Vielleicht machen wir 125 pro Stack. Genau. AI Quality lassen wir erstmal hier auf Heavy Infantry. Und hier die Synergy AI lassen wir auch drin. Genau, und beim Icon nehmen wir wieder Heavy Infantry. Könnt ihr euch wieder irgendwas ausdenken? Ich benenne das jetzt genauso wie die Einheit selbst. Genau. So. Perfekt. Genau, das war es eigentlich hier schon. Damit haben wir die Einheit jetzt schon angelegt. Ich habe gespeichert. Und wir können ja einfach mal fix wieder in Crusader Kings 3 gehen und uns einmal angucken, wie das jetzt aussieht. Bis gleich im Spiel. Genau, bevor ich jetzt starte, mache ich noch eine Kleinigkeit. Und zwar klicke ich mit rechts auf Crusader Kings 3. Dann gehe ich auf Eigenschaften, Allgemein. Und dann habe ich hier Startoptionen. Und da gebe ich jetzt Bindestrich, Leertaste, Debug minus Mode ein. Entschuldigung, nicht Minus, sondern Unterstrich, natürlich. Debug-Unterstrich-Mode. Und schließe das wieder. Und was das macht, zeige ich euch gleich in-game. So, da sind wir wieder im Spiel. Diesmal nehmen wir das Holy Roman Empire einfach mal. Und starten jetzt. So, jetzt gucken wir mal. Unter Units. Genau, guck mal hier. Wir haben nämlich jetzt hier schon die, ja, perfekt, das hat geklappt, sehr cool.
So, na, wir sehen jetzt hier schon Kriegsfolgeregiment erschaffen. Da steht jetzt noch Armored Footman Jerusalem, also so wie wir die Einheit genannt haben. Und hier ist jetzt das Symbol von der leichten Infanterie, das meine ich. Genau, und das Spiel hat hier dem Kaiser interessanterweise schon mal 4 volle Trupps davon gegeben. Ne, genau. Wenn wir hier drauf gehen, haben die hier unten interessanterweise noch das normale Bild von den schweren Fußtruppen. Das ändern wir aber natürlich noch. Ne? Wir ändern auch gleich noch, dass hier nicht Armored Footman Jerusalem steht. Wir fügen hier noch eine Beschreibung hinzu. Ne? Weil hier steht jetzt tatsächlich noch solch schwer gerüstete. Ne? Das sind glaube ich, die Standardbeschreibung vom schweren Fußvolk, also vom gepanzerten Fußvolk. Das steht hier tatsächlich noch. Ne? Genau, hier steht tatsächlich gar nicht mehr. Genau, hatte ich hier das schwere Fußvolk angeklickt oder so. Genau. Na, hier steht jetzt gar nichts mehr mit drin. Wir sehen hier Armored Footman Jerusalem kontert diese Arten. Das funktioniert schon. Speerträger plänkt ein schweres Fußvolk. Was auch funktioniert, dass jetzt die Unterhaltskosten sind jetzt Frömmigkeit. Man peilt hier einfach mal. Genau, kaufen können wir die natürlich für Gold. Ne? Das haben wir hier gesehen. 150 kosten die. Genau, perfekt. So, jetzt will ich euch noch 2 Sachen zeigen, denn wir haben jetzt noch 2, also klar die Lokalisation, ne, dass das alles vom Text her richtig ist, aber es gibt noch 2 weitere Sachen, die ich gerne machen würde. Das eine ist, ich würde die natürlich, also jetzt kann ja einfach jeder, also egal wer, kann jetzt einfach hergehen und sich die Ritter von Jerusalem rekrutieren. Aber wir wollen natürlich, dass nur derjenige diese Ritter rekrutieren kann, der auch Jerusalem hat. Na? So. Das heißt, wir gehen jetzt hier mal bei Jerusalem und sagen jetzt hier, und dafür habe ich dieses Debug-Mode dort eingegeben. Ihr habt das gerade schon kurz gesehen. Wir haben jetzt hier so eine kleine Spielkonsole offen. Ja, wir können hier Quick-Sachen über die Buttons machen. Zum Beispiel, wenn ich hier auf Gold klicke, zack, kriege ich einfach mal 5000 Gold dazu. Na, das gleich mit den anderen Sachen. Und noch viele andere tolle Dinge, die man auch nicht über die Konsole machen kann, sondern halt eben über die Charakterporträts. Aktuell ist die Grafschaft oder hier das Scheichtum von Jerusalem im Besitz von diesem Prinz Abu Mansur. Wir können jetzt einfach mal rechts da draufklicken und ihr seht, wir haben jetzt hier Debug-Interaktion. Und können jetzt zum Beispiel sagen, wir nehmen ihm jetzt den Titel weg. Und zwar können wir hier auswählen, welchen wir wollen, ihm wirklich nur das Scheichtum wegnehmen von Jerusalem. So, jetzt ist hier, das natürlich jetzt, ist der Titel an uns gefallen. Und wir möchten halt, dass wenn wir diese Grafschaft von Jerusalem halten, dass wir dann, nur dann, wenn wir diese Grafschaft haben, diese Ritter rekrutieren können. So, und dafür ist dieser Debug-Mode nämlich auch recht nützlich, denn wenn ich jetzt hier drüber hovere, über die Grafschaft von Jerusalem, dann zeigt er mir dort in diesem Fenster halt auch die Titelschlüsse und die Jure-Lehnsherren an. Das heißt, ich sehe auf der untersten Ebene ist C für County, Jerusalem, das ist wirklich die Grafschaft. Dann gibt es D für Duchy, also Herzogtum, Palästina, also Palestine. Kingdom, ne? Jerusalem gibt es dann wieder. Und dann gibt es noch das Empire, das wäre dann Arabien. Das Wichtige ist, so wie das hier steht, das sind wirklich die Codes für, also die Bezeichnung in der Syntax für die Mod. Das heißt, die brauchen wir, um jetzt gleich der Mod zu sagen, diese Einheit darf nur rekrutiert werden, wenn wir die Grafschaft von Jerusalem haben. Also merken wir uns dieses C für, ne, also die Grafschaft ist ja das County, C-Jerusalem. Das müssen wir uns merken. Perfekt. Das machen wir jetzt, indem wir sagen, zurück zum Desktop. Hier, wir checken wieder, sind wir in unserer Mod? Ja, wir sind in unserer Mod. Dann können wir hier wieder rein. Ich glaube, ich habe es sogar noch offen, oder? Yes. Genau, hier auch gucken, wir sind in unserer Mod. Genau, und hier fügen wir jetzt einfach was hinzu. Nämlich, ich mache das mal hier hin. Und zwar können wir jetzt hier eine Bedingung hinzufügen, ob diese Einheit rekrutiert werden kann. Und die Bedingung heißt Can Recruit. Guck mal, irgendwo anders gibt es die sogar schon. Can Recruit gleich
Na, geschweifte Klammer auf. Und dann machen wir zwei Zeilen später die geschweifte Klammer wieder zu. Und hier zwischen können wir jetzt unsere Bedingungen schreiben. Und zwar wollen wir ja, wenn er die Grafschaft oder wenn wir die Grafschaft von Jerusalem kontrollieren, dann sollen wir die, soll ein Charakter die kontrollieren dürfen. Genau. So, das machen wir jetzt über has unterstrich title. Also wenn jemand den Titel hält und dann sagen wir title. Doppelpunkt und jetzt brauchen wir diesen Grafschaftsnamen C unterstrich und dann war das Jerusalem, muss natürlich richtig geschrieben werden, genau. So, das ist jetzt die Bedingung dafür, dass diese Einheit nur von jemandem rekrutiert werden kann, der die Grafschaft Jerusalem hält. Es gibt natürlich, also man nennt, im Paradox-Jargon nennt man das tatsächlich Trigger. Es gibt unfassbar viele Trigger. Und es gibt natürlich auch viele Hilfen, aber leider sind die nicht mehr vollumfänglich. Also die einzigen Hilfen, die es wirklich so gibt, sind im Paradox-Wiki. Ich habe euch in der Videobeschreibung da mal ein paar Seiten verlinkt, unter anderem auch die Trigger und die eine Seite zu den Units. Und da könnt ihr euch nochmal ein bisschen weiter reinlesen, wenn ihr jetzt zum Beispiel sagt, noch irgendwie, ihr wollt eine spezielle Kultur haben oder so, ne, dass ihr sagt, das Arabische oder eine bestimmte Religion, dann könnt ihr da nochmal reingucken und dann zum Beispiel sagen, muss katholisch sein und dann darf man die rekrutieren. Aber wir sind ja hier im kleinen Umfang, wir belassen es jetzt erstmal hier, has title Jerusalem. Genau. So, damit haben wir hier jetzt die Einheit fertig erstellt, so wie sie sein soll. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn nach einem kurzen Cut, und dann machen wir weiter mit, wie man dann die ganzen Texte einfügt, dass da nicht mehr steht Armored Footman Jerusalem, sondern wirklich Ritter von Jerusalem. Machen wir gleich. Bis dann. So, damit machen wir jetzt weiter. Also, wie füge ich Sprachlokalisierung hiermit hinzu? Also, dass es in verschiedenen Sprachen richtig angezeigt wird. Dazu müssen wir wieder in das Installationsverzeichnis von Crusader Kings 3, ne, also Steam Apps Common Crusader Kings 3 Game. Da gehen wir wieder rein. Jetzt müssen wir aber nicht in den Common Ordner, sondern es gibt einen Ordner Localization. Da gehen wir mal rein. Und da sehen wir jetzt schon, da sind ganz viele verschiedene Sprachen drin. Wir machen das jetzt heute mal nur beispielhaft an der deutschen Sprache. Wenn ihr wollt, dass es auch noch in anderen Sprachen angezeigt wird und dann halt, ne, nicht nur steht Heavy Infantry Jerusalem, dann müsst ihr es natürlich genauso, wie wir es jetzt für die deutsche Sprache machen, ist identisch für die anderen Sprachen auch. Genau, das heißt, ich mache jetzt Folgendes. Ich gehe jetzt einmal hier in unseren Mod-Ordner, das ist hier, ne, Knights of, ne, Crusader Kings 3 in dem Dokumenten-Ordner jetzt, Mod Knights of Jerusalem, und ich gehe jetzt wieder vom Game-Ordner aus. Ja, ich muss jetzt ja nicht in Common, sondern in Localization. Also lege ich mir hier einen neuen Ordner an. Localization. So, ist wichtig, dass es auch gleich geschrieben ist natürlich. So, jetzt gehe ich da rein. Und hier gehe ich rein. Und hier kopiere ich mir jetzt erstmal die languages.yml. Uninteressant, was die macht. So, und dann gehe ich her und erstelle mir jetzt hier noch einen Ordner German. Ihr werdet gleich sehen, warum. German. Genau, ich bin hier in meiner Mod hier unten. Das hier oben ist Installationsverzeichnis. So, gehen wir bei German rein. Und jetzt seht ihr, hier gibt es jetzt Tausende von Ordner. Also wirklich für allen Scheiß und auch Einzeldateien und so. Und ne, hier gibt es, hier sind Namen, hier sind Religionen. Das wird alles übersetzt halt in verschiedene Sprachen. So, wir brauchen jetzt natürlich nur das für die Men at Arms. Und das Fiese ist, ich finde hier keine Men at Arms. Und ich finde auch hier oben keine Men at Arms. So viel kann ich schon mal spoilern. Hier heißen die nämlich Regiments. Hier, Regiment. Ich hoffe, dass ich da richtig bin. Genau. Na, ich bin ja hier in German schon drin, deswegen heißen die hier Regiment German. So, und diese eine Datei, die kopiere ich mir jetzt hier auch in den German-Ordner rein. Na, das heißt, wir sind hier in Localization German und hier sind wir auch
in der Mod in Localization German. Und diese eine Datei, weil die jetzt hier drin ist, wird diese eine Datei hier dann beim Spielstart überschrieben. Alles andere bleibt gleich. So, jetzt gehen wir hier rein. Rechtsklick, Edit with Notepad++ und ihr seht, das sieht schon mal ein bisschen anders aus. Lasst euch davon nicht erschlagen. Wir brauchen jetzt beide Dateien offen. Einmal hier diese MAA-Types, wo wir die Armored Footman Jerusalem angelegt haben, im Mod-Folder. Und eben diese Regiment German YML aus der Localization, auch im Mod-Folder. Genau. So, in dieser Regiment 1 German YML scrollen wir jetzt erstmal ein bisschen runter. Das brauchen wir alles gar nicht. So, hier wird das jetzt interessant. Hier sehen wir nämlich jetzt, hier fängt das an mit den Typen. Und was wir jetzt suchen ist, wir suchen jetzt Armored Footman. Die brauchen wir. Guck mal hier zum Beispiel, Armored Footman. Und hier seht ihr, hier wird das in den Namen übersetzt. Das heißt, ich gehe jetzt hier rein, schnapp mir jetzt hier Armored Footman Jerusalem, kopiere das. Und ich habe das gerne geordnet, deswegen tue ich das hier unter die schon vorhandenen Armored Footman. Mache einen Doppelpunkt. Und jetzt kann ich hier mit den beiden Anführungszeichen oben Ritter von Jerusalem eingeben. Und wenn wir, das mache ich jetzt nicht, weil es halt sehr, weil der Zeitaufwand ist es halt nicht wert, jetzt für eine Änderung das direkt zu testen. Aber jetzt würde da nicht mehr stehen Armored Footman Jerusalem, sondern Ritter von Jerusalem, wenn ihr natürlich das Spiel auf Deutsch eingestellt habt. Ne? Weil wir sind ja in der deutschen Übersetzung. Genau. Wir sind aber noch nicht ganz fertig. Wir müssen noch ein bisschen weiter runter. Denn hier gibt es noch die Descriptions. Na, und auch hier haben wir wieder Armored Footman Flavor, heißt das hier. Das heißt, wir fügen jetzt hier auch wieder Armored Footman Jerusalem unterstrich Flavor ein. Doppelpunkt. Und hier sehen wir, haben wir hier so ein bisschen, ich nehme jetzt einfach mal hier die von Huskalen, weil das nicht so lang ist. Na, weil hier kommt hier noch so ein Gedöns irgendwie mit Hashtag und Ausrufezeichen. Genau. So, das kopiere ich mir jetzt hier hinter und kann jetzt hier einfach sagen, ich mache hier eine andere Beschreibung rein und sage jetzt einfach mal heilige Elite Ritter aus Jerusalem, die alles platt machen. So. Genau. Das speichern wir. Damit sind wir hier jetzt tatsächlich fertig. Ich gucke mal ganz kurz auf meinen Cheat Sheet, aber ich meine, genau. Richtig. So, tatsächlich sind wir damit schon durch. Das heißt, wir haben jetzt wieder ein paar Änderungen, nämlich die Übersetzung und dass man sie nur in Jerusalem rekrutieren kann. Und das ist Grund genug, einmal mehr das Spiel mit der Mod zu starten. Und wir sehen uns gleich in-game wieder, wenn wir das Ganze testen. So, zurück im Spiel. Wir machen das gleich nochmal. Wir gehen als Heiliges Römisches Reich rein. Zack, dann holen wir uns hier von dem Kollegen. Titel nehmen. Jerusalem. Genau. So, das heißt, wir sollten jetzt hier, genau, wir sehen jetzt hier übrigens auch, jetzt hat er die nicht mehr von Anfang an, ne? Weil er sie nicht rekrutieren konnte. Genau, hier sind die Ritter von Jerusalem, jetzt heißen sie auch Ritter von Jerusalem und nicht mehr hier Armored Footman Jerusalem. Und wenn wir draufklicken, dann sehen wir jetzt hier auch, wir haben die Beschreibung, heilige Elite-Ritter aus Jerusalem, die alles platt machen, so wie wir das halt eingetragen haben. Und das habe ich natürlich vorher nicht getestet, ob man die ja nicht kaufen kann. Deswegen sage ich jetzt einfach noch mal ganz kurz, Charakter wechseln nach Frankreich. Und hier sehen wir, hier können wir die nicht rekrutieren, die Einheiten. Ja, wenn ich jetzt hier sagen würde, mit dem Franzosen-Kollegen Titel nehmen, Grafschaft von Jerusalem, dann kann ich jetzt hier auch die Ritter von Jerusalem wieder rekrutieren. Also das funktioniert alles. Es ist jetzt gebunden an die Grafschaft. Genau.
Gut, das heißt, das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, sind die Bilder, ne? Weil wir haben ja noch gar keine Bilder hier drin. Und das ist natürlich schon schön zu sehen, wie die Einheiten aussehen und dass die auch ein bisschen anders aussehen als hier diese gepanzerten Schwertkämpfer, die in irgendeinem Tannenwald kämpfen. Und darum kümmern wir uns jetzt. Und dafür gehen wir wieder raus auf den Desktop. Genau. So, wir brauchen 3 Bilder insgesamt. Ich habe die hier schon mal vorbereitet, hier. Wir brauchen einmal ein großes Bild. Na, so sieht das aus hier. Ich kann es ja einmal groß machen. Na. Na, lässt du mich hier rüber? So, genau. Das ist das große Bild. Ne? Und dann ist das halt näher rangezoomt. Nochmal das kleine Bild. Und dann gibt es hier in ganz klein nochmal das Icon. Die Bilder brauchen eine bestimmte Größe. Und zwar, das große Bild muss 680 mal 400 Pixel groß sein. Das kleine Bild muss 160 mal 160 groß sein. Und das Icon, ich meine, das war 100 mal 100. Na, das Icon muss 120 mal 120 groß sein. Genau. So, das sind jetzt PNG-Dateien. Wir brauchen gleich diese Dateien, brauchen wir in einem anderen Dateiformat. So, nämlich in dem Dateiformat DDS. So, ich empfehle dafür die folgende Seite, da gibt es für alles eine Internetseite, und zwar ist das convertio.co/de für Deutsch, ne? Und dann können wir hier sogar noch den Dateityp definieren. Das kann man hier aber auch ganz angenehm auf der Seite direkt hier im Dropdown auswählen. Aber es, wenn ihr bei Google sucht, PNG to DDS, dann kommen da ganz viele Seiten. Also das geht schon. Genau. Das heißt, wir wollen diese 3 PNG-Dateien jetzt konvertieren in DDS-Dateien. So. Das Photoshop kann nämlich keine DDS-Dateien tatsächlich. So, das heißt, ich ziehe die jetzt hier alle rein. Genau, sag konvertieren, dann meckert da, ich habe nicht die Bezahlversion, ich kann nur 2 gleichzeitig konvertieren. Das ist aber überhaupt kein großes Problem. Genau. So, jetzt warte ich, dass die konvertiert sind und dann kann ich die über Download runterladen, pack die hier in den Ordner und wenn ich das gemacht habe, sehen wir uns wieder. So, ich habe die konvertiert und dann runtergeladen. Jetzt habe ich die hier alle als DDS-Datei. Ja, hier sind sie wie vorher als PNG runtergeladen und hier in den Ordner reingetan als DDS-Datei. Jetzt müssen die natürlich noch an die richtige Stelle gepackt werden. Und um die zu finden, müssen wir jetzt erstmal wieder in unseren Installationspfad. Ja, wir sind jetzt hier wieder in unseren Steam-Apps, Common Crusader Kings 3, nicht in unseren Dokumenten, sondern da, wo Crusader Kings installiert ist. Und Grafisches kommt unter anderem in GFX. Und in diesem Fall müssen wir dann ins Interface. Und hier haben wir dann zum Beispiel die Icons, die brauchen wir, ne? Weil da kommt dann gleich unter anderem unser, ja, da kommt nur unser Icon DDS halt rein. Und zwar ist das jetzt hier wieder Regiment. Da, Regiment Types, da sind alle Icons drin von den Einheiten. Also ihr wisst ja gerade noch aus dem Test, die haben noch das, die Ritter haben noch das Icon von leichter Infanterie. Das ändern wir jetzt gleich ab. So, das heißt, wir müssen jetzt hier in unserer Mod, jetzt sind wir wieder in Dokumente, Paradox, Crusader Kings 3, Mod, Knights of Jerusalem, müssen wir jetzt diesen Pfad nachbauen. Und zwar, vielleicht kann ich das nochmal besser visualisieren, wenn ich mal das Knights of Jerusalem unter das Game mache. Ja, wir müssen jetzt ab dem Game an wieder diesen Pfad nachbauen, so wie wir das hier auch schon bei Common und Localization gemacht haben. Ne? Das heißt also, von Game aus gehen wir in GFX. So bauen wir das jetzt auch in unserer Knights of Jerusalem Mod nach. Also, GFX, dann gehen wir da rein. Dann brauchen wir Interface. Da gehen wir rein. Dann brauchen wir Icons. Neuer Ordner. Icons. Dann gehen wir da wieder rein. Darin brauchen wir jetzt Regiment
Types. So immer schön richtig schreiben, ne? Das ist ganz wichtig, sonst findet er es natürlich nicht. So, da gehen wir rein. Und hier muss jetzt quasi unser Icon rein. Das heißt, wir schnappen uns das, ziehen jetzt einfach da rein, die DDS-Datei natürlich. Und jetzt müssen wir die noch umbenennen, denn das Spiel sucht sich das Icon über den Namen. Und zwar haben wir hier unten bei Icon Heavy Infantry Jerusalem festgelegt. Und darüber holt er sich alle Bilddateien. Das Icon ist vielleicht ein bisschen verwirrend, aber er holt sich darüber alle Bilddateien, nicht nur das Icon. Genau, also kopieren wir das, Heavy Infantry Jerusalem. Gehen hier wieder in unsere Mods auf das Icon und benennen das jetzt dahingehend um. Heavy Infantry Jerusalem.dds. Und das gleiche müssen wir jetzt nur noch mit den Illustrations machen. Wir schauen wieder nach, wo die sind, gehen hier wieder in unser Installationsverzeichnis, gehen zurück auf Interface und hier haben wir jetzt in Ordner Illustrations, direkt unter Icons. Und hier haben wir dann Man at Arms Big und Man at Arms Small. Ich gehe mal hier in Man at Arms Big rein und da seht ihr auch schon, hier haben wir die Einheitenbilder drin, ne? Zum Beispiel hier für schwere Infanterie sind die Einheiten da drin. Genau, also die Bilder. So, und das müssen wir jetzt wieder nachbauen in unserer Mod. Das heißt, wir gucken hier wieder vom Game an, GFX Interface. Das haben wir hier schon. Ja, und dann müssen wir ja nicht in Icons, sondern in Illustrations. Das heißt, da müssen wir uns wieder einen neuen Ordner anlegen. Illustrations, genau, kurz geguckt, dass richtig geschrieben ist. Und hier dann brauchen wir dann jetzt die beiden Ordner. Man-at-arms-big. Kopiere ich mir einfach. Genau. Oder ich kann den ganzen Ordner einfach kurz Steuerung C, Steuerung V kopieren. Und dann mache ich hier hinten einfach nur aus dem Big ein Small. Genau. Na, jetzt habe ich das nachgebaut. Illustration Man-at-arms-big und Man-at-arms-small. Genau, jetzt muss ich nur noch die richtigen Bilder in den richtigen Ordner ziehen. Wir fangen mal mit Man at Arms Big an in unserer Mod und nehmen dort illustrationlarge.dds und den benennen wir jetzt natürlich wieder um, so wie hier unten unser Icon heißt bei der Einheit. Zack, das gleiche machen wir nochmal mit Small. Dann nehmen wir natürlich unser Illustration Small DDS, gleicher Name. Die heißen überall gleich. Und das war's, liebe Freunde. Jetzt können wir das Ganze einmal wirklich testen. Und ich zeige euch noch eine coole Möglichkeit, wie ihr diese Werte hier, Damage, Toughness und auch die Kosten, wie ihr die schnell debuggen könnt und schnell anpassen könnt. Das zeige ich euch jetzt. Wir sehen uns gleich wieder im Spiel. So, wir sind zurück im Spiel. Wir nehmen wieder unser Heiliges Römisches Reich, legen damit los. Genau, wir checken noch einmal ab. Kann man sie jetzt rekrutieren? Nein, wir können sie nicht rekrutieren. Jetzt schnappen wir uns hier wieder Jerusalem. Da ist es. Titel nehmen. Jerusalem. Ab geht die Post. So, jetzt schauen wir mal rein. Genau. Also, das sieht nicht so cool aus, wie ich es mir gedacht habe. Hätte man den weißen Hintergrund sparen können. Aber wir sehen, es funktioniert. Unser Custom-Icon, ne, dieses goldene Kreuz von Jerusalem, ist drin. Und wenn wir mal da draufklicken, dann sehen wir jetzt auch hier unten, sehen wir schon das Vorschaubild von den Rittern. Und wenn wir die jetzt mal erschaffen und die mal anklicken, dann haben wir hier oben auch schön das Bild nochmal in groß drin. Genau, so. Das hat alles wunderbar funktioniert, Ritter von Jerusalem. Denkt nur dran, wenn ihr es auch für Englisch zum Beispiel wollt, dass da Knights of Jerusalem steht, dann müsst ihr das, was wir in der deutschen Lokalisation gemacht haben, nochmal in der englischen Lokalisation machen. Aber alles andere ist identisch, nur dass ihr halt dann einen englischen Text eintippert. So, wie kann ich jetzt diese Werte schnell debuggen, also schnell prüfen, anpassen, verändern, ohne jedes Mal das Spiel neu zu starten? Das Coole ist, wenn wir jetzt diese Datei, wo wir die Einheit drin definiert haben, einmal öffnen. So,
und die zumachen, also hier so ein bisschen kleiner machen, genau. So Knights of Jerusalem. Dann kann ich jetzt einfach mal den Damage von 50 auf 60 stellen, speichern und wir sehen, es passt sich in-game live an. Das ist game-changing. Wenn ihr jetzt nämlich zum Beispiel sagt, na gut, das ist die Werte stimmen jetzt ziemlich genau, ne? Also, aber im späteren Spiel kommen halt viele Modifikationen dazu. Vielleicht wollt ihr das ein bisschen anpassen, einfach mal ein bisschen testen. Nur, dass ihr wisst, ihr könnt hier live Werte anpassen, auf 2 zum Beispiel runter. Ihr könnt jetzt auch sagen hier, das ist ja Verfolgung, ne? Und das ist Abschirmung. Das ist Verfolgungsschutz quasi, ne? Besiegt ihr, genau, verringert die Verluste. Da könnt ihr sagen, die sind vielleicht gut darin, Verluste zu vermeiden, kriegen die hier noch 25 Screen mit dazu, wird hier sofort mit angepasst. Na? Genau. Ja, das ist, wie ihr einen erstellt. Jetzt zeige ich noch, wie ihr die Mod auch, wenn ihr möchtet, einmal verpackt. Das habe ich euch am Anfang schon kurz gezeigt, aber das können wir nochmal ganz kurz machen. Und wie ihr die dann auch zum Beispiel im Steam Workshop hochladet. Genau. So. Achso, was wir vielleicht nochmal ganz kurz machen können, wir können ja auch mal den Stack erhöhen. Das könnt ihr jetzt hier natürlich über Gold einmal schnell. Zack, 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 zack. So, jetzt lassen wir einmal schnell laufen. Jetzt hier sich ein paar Einheiten sammeln. Genau, dann können wir jetzt einfach mal sagen, wir heben alle Truppen hier aus. Und dann sehen wir hier auch irgendwo. Hier haben wir jetzt auch die Ritter mit dabei mit dem Icon. Naja, das kann man natürlich noch ein bisschen anpassen. Das mit dem weißen, mit der weißen Kontur war keine gute Idee. Genau, die Anzahl davon steht auch mit dabei. Ritter von Jerusalem. 305 von 1000 hat sie jetzt noch nicht ganz aufgefüllt. Genau, kostet uns hier, wie wir sehen, viel Pietät, die ausgehoben zu haben. Da könnt ihr natürlich dann jetzt live nochmal nachjustieren. So, wir gehen zurück zum Desktop. Und dann würde ich sagen, gucken wir uns noch an, wie man die Mod im Workshop veröffentlicht. Genau, das macht man nämlich ganz einfach. Bevor wir das uns angucken, gehen wir einmal hier noch in unseren, das waren noch die Bilder, genau. Wir gehen noch einmal in unseren Mod-Ordner. Na, Mod. So, hier haben wir jetzt ja noch Knights of Jerusalem.mod drin. Und wenn wir da jetzt einmal reinschauen, wir machen es natürlich mit Notepad++. Ihr erinnert euch, wir haben es ganz am Anfang auf Mod-Knights of Jerusalem den Pfad geändert. Und er hat uns den jetzt hier wieder komplett vollständig reingeschrieben. Das heißt, wenn ihr die Mods an eure Freunde verteilen wollt, ohne die im Workshop zu veröffentlichen, dann müsst ihr unbedingt vorher hier bis zur Mod alles rauslöschen, dass hier nur noch Mod/Knights of Jerusalem steht, das speichern und dann müsst ihr diese Knights of Jerusalem oder wie eure Mod auch immer heißt, .mod-Datei und den Ordner beide in einem Archiv zusammensippen. So, und wenn wir hier jetzt reingucken, ja, alles gut, dann können wir hier in die Mod-Datei einmal reingucken. Ja, das ist jetzt wieder Visual Studio Code. Und hier sehen wir jetzt, hier ist jetzt nur der Mod/Knights of Jerusalem-Pfad drin. Der passt sich dann natürlich bei euren Freunden entsprechend deren Pfad an. Ne? Der Benutzer wird ja anders heißen als bei euch. Deswegen achtet darauf, wenn ihr die so verteilen wollt. Genau. Wenn ihr die im Workshop veröffentlichen wollt, ist es auch super einfach. Dann geht ihr hier wieder im Launcher auf alle installierten Mods. Dann geht ihr auf, ist ein bisschen blöd formuliert, Mod hochladen. Dann wählt ihr hier eure Knights of Jerusalem Mod aus. Genau. Hier ist jetzt noch keine Mod-ID drin. Über Tipps seht ihr, dass da eine drin wäre, wenn die schon mal hochgeladen werden. Wenn die Mod-ID leer ist, wurde die Mod noch nicht veröffentlicht. Genau. So, dann könnte man die bei Paradox Mods hochladen. Habe ich noch nie was mit zu tun gehabt. Oder im Steam Workshop. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ihr sagt jetzt noch, welche Crusader Kings 3 Spielversion für die Mod vorgesehen ist. Das sollte natürlich bestenfalls die sein, die ihr in der .mod-Datei halt auch angegeben habt. Genau. Dann könnt ihr hier noch einen Text hinzugeben. Fügt die Ritter von Jerusalem
hinzu, ne, könnt ihr natürlich noch genauer beschreiben und ihr könnt dann hinterher auch, wir können das einfach mal machen, Mod hochladen. Genau. So, okay. Ne? Das schließen wir jetzt einmal. Ich habe tatsächlich noch nie eine Crusader Kings Mod hochgeladen, tatsächlich. Achso, jetzt warten wir hier, bis der Kollege Schnürschuh hier durch ist. So, und dann können wir in den Workshop gehen. Dateien, die sie veröffentlicht haben. Und da sehen wir es. Knights of Jerusalem ist im Workshop. Könntet ihr jetzt halt auch den Link verschicken. Ne, ich werde die jetzt auch gleich wieder löschen. Ach, die ist sogar noch versteckt. Genau, perfekt, wunderbar. Ne? Weil hier könnt ihr die nämlich jetzt noch weiter bearbeiten. Ihr könnt jetzt hier noch eine bessere Beschreibung hinzufügen in verschiedenen Sprachen, Bilder hinzufügen und so weiter und so fort. Ne? Bilder und Videos hinzufügen, Mitwirkenden hinzufügen und so weiter. Ja, und dann könnt ihr die natürlich veröffentlichen. Ne? Über Sichtbarkeit ändern, öffentlich oder nur Freunde oder wie ihr möchtet, nicht gelistet. Und könnt die dann im Workshop veröffentlichen. Ja, liebe Leute, das war das Tutorial. Wie erstelle ich eine Custom-Einheit in Crusader Kings 3? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr die Erklärung gut fandet und nachvollziehbar oder was ich verbessern kann. Danke auf jeden Fall wie immer an alle Kanalmitglieder und wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Bis dahin. Ach ja, und wollt ihr eigentlich noch mehr Modding-Tutorials zu Crusader Kings 3 sehen? Ne, irgendwie andere Sachen, Kulturen oder irgendwie sowas? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video oder Stream. Euer Fister. Ciao.